Uns wurde in der siebten, also letzten Folge gesagt, dass im Nordwesten hier ein gewisser Ortega sein Unheil treiben soll. Und das werden wir überprüfen, aber erst nach dem Intro. Drop this bass. Wo ist denn dieser Ortega? The fuck? Ja. Ganz sicher. Ganz genau. Wäre jetzt gerade fast draufgegangen, gestorben. So, Ortega, den quetschen wir platt wie eine Flunder. Gut, das klang ein bisschen komisch, oder? Das Wenger, genau. Das ist halt dieser Schutzschild. Ich habe das ja. Lass mich in Ruhe, Scavenger. Ich habe das ja schon mal gezeigt. Können wir den eigentlich. Können wir den mittlerweile one-hitten? Ist das ein One-Hit? Würdest du mich bitte aushauen lassen? Yo, das ist ein One-Hit für uns. Ja gut, okay, oder halt ein 3-Hit, 3-Hit, wie soll ich das jetzt sagen? Halt ein Triple-Treffer. Das gefällt mir, Triple-Treffer. Die können schlafen? Ja, jetzt nicht mehr. Wenn er tot ist, schläft er nicht mehr. Ey, das ist ja Hammer. Seit wann kriegen die denn schlafen? Ey, das ist ja mal richtig cool. Aber erstmal trinke ich jetzt eine Pepsi. Und dann esse ich noch was von KFC. Oh, jetzt geht's auf. Wir klatschen Ortega weg. Hier geht's nach Adea. Oh, 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 Goblins. Die wage ich aber gar nicht. Habe ich die falsch getroffen? Gehst du weg. Jetzt reicht's mir aber. Ich hab gesagt, jetzt reicht's mir. Oh. Jetzt ist er tot, ha? Ich hab die Wolte, ich will den gar nicht anvisieren, ich will ihn nicht vorne anvisieren. Jetzt. Na, der visiert immer den Falschen an, was soll denn das? Ja, jetzt kommen wir noch Scavenger, ihr verarscht mich doch. Ich glaub's nicht. Die Leute werden immer so aggressiv. Ich speichere jetzt erstmal. Ich habe nämlich so die letzten Folgen nicht mehr gespeichert. Ich sollte mir angewöhnen, am Ende von Folgen zu speichern, denn das wäre wirklich sehr intelligent. So, echt, wir haben jetzt 3 Tage, ja? So, du kommst auf eine Insel an. Stell dir mal vor, du kommst auf eine Insel an, ja? Und nach 3 Tagen sind wir auf einmal ziemlich viele Rebellen tot. Ja, das ist natürlich nicht meine Schuld, also. Das waren ja die Orks, ne? So, hier ist ein Lagerfeuer. Das ist eine offene Flamme. Hier müssten wir eigentlich die Fische drüber braten können. Können wir aber nicht, nur das komische rohe Fleisch. Gut, damit haben wir die Quest bei Chris verkackt. Aus folgendem Grund, dass wir Chris. Das ist jetzt. Ja, gut, Spoiler, gut. Aber wir müssen sowieso. Verkackt, aber wie gesagt, die Quest ist mir auch überhaupt nicht wichtig. Als ob. Ich klatsche den jetzt. Wow, ich hätte mal was essen sollen. Hier so ein Eintopf. Lecker schmecke. Und dann gleich noch ein Eintopf. Lecker schmecke doppelt. Jetzt reicht's mir hier. Komm her, du. Oh, oh, der ist gut. Oh, oh, nee. Nee, nee, nee. Nee, ich bin raus. Ich gehe lieber nach Nord. Was auch immer. Wo Ortega ist. Da greifen mich keine Zombies an. Oh. Oh, oh. Ja, man kann das recht gut steuern, sage ich jetzt mal. Wir kriegen ja auch nicht mehr so viel Fallschaden, weil wir Akrobatik gelernt haben. Eine Metalltruhe. Zu schwer. Ah, natürlich. Natürlich zu schwer. Verarscht mich doch. Wir haben noch ein. Echt cool. Wir haben noch ein Spell dafür, oder? Wir haben doch kein Spell dafür. Naja, selbst wenn, hätten wir, glaube ich, gar nicht genug Mana, ne? Wo ist jetzt dieser doofe Ortega? Mann, wo ist der denn? Hey, Mann, Chris. Ich klatsch dich gleich. Du hast gesagt,
Sneaky Mission. Und jetzt stell dich mal vor, wir hätten eine Armbrust. Eine mega gute Armbrust, mein Ding, die beste Armbrust im Spiel. Und halt unendlich viel Stärke nicht. Dann können wir jetzt einfach die Armbrust sparen. Patsch, einen nach dem anderen wegklatschen. Von den Orks da unten. Ich meine, ich habe ja schon über das Thema gesprochen. One-Hit. Nicht mit unendlich viel Stärke. Nach wie vor theoretisch möglich. Praktisch nicht mehr, umsetzbar. Oh, ich dachte schon, der trifft mich. Jetzt wäre ich aber wütend geworden. Ich habe nämlich keinen Gegengift mehr. Manchmal bin ich echt ruhig. Da entschuldige ich mich. Manchmal konzentriere ich mich ganz toll oder so. So, weil du mir eine falsche Info gegeben hast, Freund Weg Nase. mit der Ja, Waffe! Schnauze jetzt. Pam! Du blöder Idiot, du. Du wagst es, mich Oh. zu schlagen? Ja, anscheinend war ich das. Und anscheinend klatsche ich dich gleich. Komm mal her, hier, du. So, und jetzt war's das. Da brauche ich nicht mal einen Heavy-Schlag. Da kann ich einfach. Einfach so. So, ein Walter verbogen. Nice. So, und jetzt nehmen wir dann noch die Pflanze, die keine Pflanze ist, mit. Und dann werden wir uns mal. Wir brauchen einen Teleportstein nach Kap da. Kap da, Kap Dun. Haben wir noch selber einen Teleportstein nehmen. Und wir plündern das hier mal. Zu schwer. Wir plündern das hier mal. Weil ich voll auf Plündern stehe. Oh, wow. Ein Fläschchen, das ist super. Ein Fläschchen haben wir fast gar nicht mehr. Könnte das da hinten eventuell die gesuchte Höhle sein, die nicht im Norden ist? Als ob. Na, warte, Bürschchen. Ist das hier Norden? Hallo, Leute, ist das Norden? Könntet ihr mir das Da. mal. Hallo, so macht es bei dir? Oh, Oh. da. Aber der kriegt Damage. Mann, 2 gegen 1 ist voll unfair. Ja, klar, ich habe keine Ausdauer mehr. Ja, als ob der mich getroffen hätte. Danke. Okay, da kam gerade ein Papa rein und hat mir ein Eis gebracht. Das ist natürlich super. Hilft mir gut gegen die Wegelagerung. Oh, natürlich. Diese Bildwegelagerung. Und wir haben da gespeichert. Okay. Ich glaube, wir haben sogar noch in der Folge gespeichert, oder? Aber ich darf jetzt ein leckeres Eis essen. Und während ihr da sitzt und keiner es hat. Und das ist mit Schokolade und ich mag Schokolade. Das schmeckt gut. Ich weiß schon ganz genau, wie ich die Folge nennen werde. Ich esse ein Eis. Denn ich liebe Eis. Das erinnert mich voll an die an diese Werbung von Eis, wo die Frau mal so richtig genüsslich in das Eis reinbeißt und so oh, Eis. Quasi nach dem Prinzip, nur dass ich keine Frau bin. Na klar, ein Schrat. Ein Schrat. Wahrscheinlich ein böser Mann hier. Mit Nagelkeulen. Und ob. Noch mehr Goblins. Oh, den habe ich nicht gesehen. Wir haben nur noch eine Pepsi. Was jetzt? Oh, ein Herrscherkraut. Als ob. Wie, ich sterbe jetzt. Das wäre es auch gewesen. Muss mal kurz. Einfrischen. So, lecker Schmecker. Nennen wir mit zu, Chris. Ne, da unten sind Wölfe.
Habt ihr gerade auch den Steinbären da gesehen? Der Bär, der sich da einfach so durch den Stein wackt, das ist ein Superbär. Der kann die Kernkräfte beeinflussen. Hallo Quatsch. Ich bin nicht gleich normal um. Aber ich speichere erstmal ab. Das Eis schmeckt so gut. Ich bin halt wieder richtig freundlich. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut, wenn ich dieses genüssliche Eis esse. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich halte mich mit dem über Wasser, was ich hier in der Küstenregion finde. Zeig mir deine Ware. So. Jetzt bin ich fertig mit Eischen. Und oh, das Eis lecker geschmeckt. So. Die halten behalten. Die behalten wir erstmal, falls ich irgendwann mal noch mal eine Armbrust kaufe und brauche und ich mir keine leisten kann. Du wagst es, mich ja, zu ich schlagen. Wage es, dich zu schlagen, Chris. Denn du hast mir falsche Informationen geliefert. Mittlerweile weißt du ja, wo Ortega lebt. Und ich glaube, du bist einer von Ortegas Männern, wenn du ihn schützen willst. Abgesehen davon, wenn ich den Bogen haben, denn der ist ziemlich trendy. Und jetzt klatschen wir Ortegas Männer weg. Ohne Service, weil Service nicht da ist. Wie sagen wir keinen Ausdruck? Wir sind krank. Natürlich sind wir krank. Was auch sonst? Ich trinke hier einmal Penicillin und ich bin nicht mehr krank. Ja? Und als ich damals das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, war ich natürlich auch schon 16, wie auch sonst, musste ich erstmal drauf kommen, dass ich krank war. Ja? Ich dachte, hä, was ist da los? Bis ich dann, oh, guck mal, gegen Krankheit zu tragen. Bis ich erstmal gecheckt habe, ach, ich bin ja krank. Also. Ich meine, wie soll das jemand checken, der in dem Alter war, in dem ich damals war, was natürlich 16 war. Das kann ich, darf ich sagen, was ich das damals mit 16 gespielt habe? LOL! Ob die Protection aufgehoben wird, wenn Ortega tot ist? Hoffentlich kriege ich Ortega Toto. Jetzt bin ich dran, so. Pub. Oh, jetzt habe ich mich überhaupt böse hitten lassen. Ey, sag mal, das ist so unfair, 2 gegen 1. Vor allem, die haben einfach alle Basen, das ist so assi. Ich gehe jetzt weg, könnte voll knicken. Hab ich keine Lust drauf. Ne, da hab ich da gar nicht keine Lust drauf. Ich kalte euch jetzt einfach hinterher, wie so ein richtig asozialer. Oh shit. Ja, das hab ich verdient. Der zweite Fall war immer extrem lang. Bleib stehen! Naja, warte gleich. Ich bleib gleich stehen, ist okay. LOL! Die können hier hoch? Der spackt sich den Stein hoch, ist ja unglaublich. Du hast mir die Pfeile voll reingesteckt. Au. That's how I do it, würde ich mal sagen. Oh, der hat nur 12 Gold dabei. Erbärmlich. So, einmal hier Eintopf, einmal KFC. Und dann müssten wir auch schon wieder fast voll sein. Ich will jetzt eigentlich nichts verschwenden. Oh, guck mal, eine Schnapsbeere oder was, eine Goblinbeere, ich weiß es nicht. Wo ist seine Hellebarde hin? Ich weiß es auch nicht. Ach, was ich alles nicht weiß, ich speichere jetzt erstmal. Ich will nämlich nicht schon wieder sterben. Aber ich muss kurz niesen. Entschuldigung. Wenn das zu laut war. So. Ortega! Wie es in die Höhle reinruft, ruft es auch wieder. Entschuldigung, heraus. No. Also, das sind natürlich schon einige Leute da. Oh, 5-mal Wasser. Sag mal, Leute. Ihr seid ja richtig die coolen Guis, ne? So, ich schleife mich jetzt hier so ran, da gebe ich ihm einen Header.
Wäre zum Beispiel mit einem mit einer Armbrust auch besser. Natürlich schmeiße ich den Bogen nicht weg, wenn ich eine Armbrust habe. Das wäre auch total dumm. Denn so ein Bogen ist für so eine Kite-Aktion hier viel besser geeignet. Aber. Oh, da wollte ich schlagen. Aber einfach für diese unendlich guten Überraschungsaktionen. Sind halt Armbrüste besser. Ich warte lieber, bis er stehen bleibt und den Bogen spannt, weil er während dieses Spanns ist halt in diesem NPC-KI-Modell nicht drin, dass er sich dabei bewegt. Aber wir können das und deshalb, ja, töten wir ihn jetzt einfach. Und wir haben nur noch 23 Pfeiler. Wir sollten vielleicht mal welche kaufen. Oh, Reis! Oh! Ich wusste gar nicht, dass wir in China sind. Das war überhaupt nicht rassistisch. Nein, nein, nein. Na Gott, da wartet hier, ist jemand, aber okay. Wenn der meint, er muss seinen Leuten nicht helfen, ich werde ihn nicht davon abhalten. Was haben wir denn gerade für einen Pfeil bekommen? Wieso war denn der Pfeil separiert von den anderen? Ich weiß es nicht. Ja, das ist ein Held da hinten. Ein Intelligenzheld ist das. Das ist einer von den Leuten, die so unendlich intelligent sind, die brauchen das gar nicht. Die müssen... Hallo? Ich... So, nochmal. Ich hab den doch voll getroffen! Mal, hallo. Ich bin vorher auch schon voll getroffen. So, jetzt klatschen wir den down und jetzt, wenn er mit dem Schwert auf uns zukommt, töten wir ihn. Also diese Methode ist ziemlich gut, weil ich halt sofort wieder das Schwert hochnehmen kann, wenn ich diesen Stoß gemacht habe. Und wow, uns geht's noch erstaunlich gut dafür, dass wir... Sneaky, sneaky, damit uns der da oben nicht bemerkt. Oh, natürlich. Er wird es uns zeigen, der bewaffnete Räuber. Ups, noch nicht intelligenter. Es ist auch schon wieder so jemand, der ist super klug. Okay. Ich glaube, die machen schon ein bisschen mehr Damage als ein bisschen und, deshalb kite ich die jetzt mal ein bisschen. Oh, ich hätte gedacht, er wird jetzt ganz kurz noch gestunt, aber nein. Ich hole mal das HGD zurück. Jetzt, wo wir zwei alleine sind, hier in unserem Date beim Mondschein, bist du Gott sei Dank nicht die Intelligenzbestie. Und pam! Tot bist du. Wir nehmen... Ja, na klar. Hat er schon wieder nur Scheiße mit. Wir holen uns mal so einen Ausdauertrank, dem ist ja aufgefallen beim letzten Mal kämpfen. Da ging die Ausdauer super schnell weg, leider. Wow, für Wein gibt's Mana? Das wusste ich, können wir Wein herstellen? Ich meine, Mana brauchen wir noch nicht, aber eventuell später mal, ja, übrigens, ja, hier, wir haben Akrobatik. Aber das wusstet ihr ja schon. Nee, nur Schnaps. Aber gut, okay. Ja, wir können auch ein Breitschwert herstellen, aber... Ja, gut, was bringt uns das jetzt? Ja, gut, was bringt uns das? Wir brauchen halt nur ein Wolfsfell. Und wir können es verkaufen, wir sind mal 50. Und Wolfsfälle sind eigentlich recht leicht zu bekommen. Ja, voll die geile Idee eigentlich. Ich meine, gut, dieser Goldwert ist natürlich nicht aufzuwiegen, weil... Warte mal kurz, ich muss ganz schnell was gucken. Wir haben hier 65 und mit dem anderen hätten wir nur 60. Insofern... Ich weiß noch nicht, inwiefern sich der Orktöter unterscheidet. Also wie viel dieser Skill Orktöter halt was bringt. Wie viel mehr Damage ich dann halt mache. Das ist eigentlich eine super Methode. Eigentlich ist die richtig asozial und übel feige und so. Vielleicht auch nicht so spannend, aber es ist halt effektiv und deshalb benutze ich sie. Dieses Kiten und... Ja, die da oben kriegen es halt nicht mit und dann kann ich in den Taschendieb ganz alleine bearbeiten. Das ist schon ziemlich gut ausgekostet, der Taschendieb, für Taschendieb. Okay, den hätten wir also auch gleich. Das war Glück. Eigentlich hätte ich da nicht zuhauen sollen. Also eigentlich hätte ich früher zuhauen sollen, weil... Naja. Das war ein bisschen dumm. Wow. Der da oben ist... Oh. Aber die Truhe. Oh. Und ich hab nicht funktioniert. Komm, aber die Truhe. Die Truhe. Ja. Oh, nice. Was auch immer.
Drei Zaubersprüche und irgendwie Tränke, die niemand braucht. Hier noch einmal so, noch eine Truhe. Irgendwie, Leute, wann kommen die denn? Oh, Schrecken, Schrecken ist super. Schrecken ist schon klasse. Hä? Wo sind die denn? Hallo? Oh, sind das Waffenbündel? Nee. Waffenbündel sind wichtig, aber... Krieg ich dich doch noch? Ja, Schnauze jetzt. Ist schon klar, du kriegst mich doch noch. Genauso wie die anderen beiden. Die mich doch noch kriegen. Was heißt überhaupt doch noch? Du kanntest mich doch gar nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, als ob das dann Wegelagerer wäre mit der Paladin-Rüstung. Na gut, es ist gar keine Paladin-Rüstung, aber trotzdem. Oh, oh, oh. Das sind sehr, sehr viele, mit denen möchte ich mich nicht anlegen. Ja, komm her jetzt hier, ja komm. Oh, ich liebe es, gegen Leute mit dem Bogen zu kämpfen. Zumindest wenn ich genug Pfeile habe. Und nee, die Falle gerade aus. Denn ich habe noch 7, das ist nicht so geil. Und ich muss mal kurz fliehen. Ich hätte echt an Pfeile denken müssen, das ist jetzt ein bisschen doof. Ja, die Dünnen werden sich denken, ja, der macht das schon hier, der Dieter hier. Aber Dieter ist gleich tot. Schon mal so als Vorname, wer sich jetzt sofort hier mit dem bewaffneten Räuber, wie wenn ich mögen wollte, wenn ich das mal jetzt so ausdrücken kann, nee. Ja, er ist tot. Also, offenkundigerweise. Kann man das so sagen? Offen oh, ein Pfeil. Ja, Pfeile brauchen wir. Also, den nehme ich auf jeden Fall mit. Noch einer, super. Super geil. Eine Hellebarde und ein Wegelagerer ohne Pfeil. Aber hier ist noch ein Pfeil. Und zum Beispiel mittlerweile 5 Pfeile, ja. Wir klauben uns hier die Munition zusammen. Ich denke mal, der gepanzerte Herr, Mann, der wird sich wieder geflickt haben. Und Ortega, da hinten ist er. Haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal angehittet. Bleib stehen! Oh ja. Ja, natürlich bleibe ich stehen. Was denken sich die Leute? Was geht da? Danke. Das war meine Tür. Was geht da ab bei denen im Kopf? Ich meine, was glauben die denn, dass ich ehrlich stehen bleibe? Oh, wir haben noch Feuerpfeile. Lol. Brenn. Ich wusste gar nicht mal, dass wir Feuerpfeile haben. Wieso brennt der nicht? Der brennt voll schlecht. Brenn doch mal. Also wer brennt. Aber wenn Gegner brennen, dann lag's immer so. Komm her. Eigentlich müssen wir nur noch ablocken, warten, bis er abbrennt. Oder machen wir so. Eine Laute. Okay, wir haben das Spiel gewonnen. Wir haben eine Laute. Das ist unglaublich. Und hier ist ein Pfeil. Das ist eigentlich noch unglaublicherer. Ja, das heißt unglaublicherer. Das ist ein Jazzweiner. Unberechenbarer Streuner. Er ist nicht berechenbar. Das macht mich sehr traurig. Ich rechne sehr gerne. Oh, der brennt. Ich dachte gerade, wir hätten dem leicht geholfen. Einen Banditenherder gegeben. Gut, wenn ich jetzt mit dem Feuerfeind nicht treffe, ist das natürlich extrem schade, weil die extrem gut sind. Oh. Jetzt haben wir hier schon diese. Wir haben diese Pfeile, wo wir Leute Insta umklatschen können. Gut, okay, die sind dann wohl leer. Und damit hat's. Ich hasse es, gegen Leute mit der Hellebarde kämpfen zu müssen. Das ging aber erstaunlich gut. Wir essen noch was von KFC und haben leider immer noch keine Pfeile. Das können wir noch benutzen. Ja, wir haben Bolzen, aber wir haben leider, können leider keine Armbrüste benutzen, nicht? Oh, der wäre richtig gut.
Geschossschaden in 100, hallo? Ah, Level Up sind wir leider noch nicht. Ne, durch Gegner. Entschuldigung, durch Gegner ja fast gar nicht mehr. Wir brauchen aber noch was zum Herkiten und dafür nehme ich den Feuerball, den ich mir auf die 4 lege. Den Mana können wir uns ja recht einfach, soll ich jetzt mal wiederholen. Wir nehmen nur hier einen ganz kleinen Schuss, weil ich die ja nur hergekitet haben will. Ich will die ja nur hinter mir herkiten. Ich will die ja nicht wirklich jetzt anschießen, wobei das wahrscheinlich klüger wäre, aber ich will sie ja nicht. Ich will ja einen haben. Ich will ja einen separat haben. Einen separat kann ich umbringen. Das ist nicht schwer, also das ist schon schwer, aber es ist jetzt nicht so überschwer, als wenn ich gegen 17 kämpfen müsste. Kommst du mir bitte zurück, hallo? Verscherzt es dir nicht mit mir? Wollt ihr wohl damit aufhören? Ja, gleich weiter. Wenn ich ihn getötet habe, höre ich auf. Na klar, kommt da der Nächste an, als ob. Das ist, weißt du, der menschliche Nachraum von Stein, ja. Oh, den gepanzerten habe ich gleich. Der Wegelagerer, na, das ist mir gerade sehr unsympathisch. Na, wir schmeißen ihn mal mit dem Feuerball. Gut, den wollte ich eigentlich nicht mit dem Feuerball beschmeißen, aber. Aber okay. Ja, natürlich. What else? Ja, wir müssen uns halt jetzt irgendwie durchkämpfen, ne? Ah, Mist, das war doof. Ja, nice, nice, okay, jetzt haben wir ihn. Nice, 120. Und zweimal Pepsi. Richtig geil. Richtig geil. So, erstmal was von KFC und dann geht's weiter. Den gepanzerten hätten wir weg, das ist super. Wir holen uns mal kurz Mana-Tränke. Lol. Mana-Tränke. Dann haben wir keine Mana-Tränke. Fuck. Ja, toll, okay, sowas will ich aber nicht. Gut, dann nehmen wir jetzt mal hier den Wein. Der zwar auch gut schmeckt, das will ich jetzt gar nicht bezweifeln, aber. Wenn nichts, was mir irgendwie ein bisschen was. Ah, die Mana-Pflanzen hier, aber da würde ich mir eigentlich gerne Mana-Tränke draus bauen. Naja, wir behalten es mal so. Wir gucken mal, wie wir jetzt damit durchkommen. Es können ja nicht mehr allzu viele Gegner sein. Oh, und ich habe noch einen Pfeil gefunden. Ja, es ist ja das Gute, es reicht ja ein Pfeil. Ich brauche ja nur einen Pfeil abschießen. Und dann so ein bisschen rauskiten. Das war der letzte. Ja, das ist mir schon klar. Der darf mich halt nicht treffen. Das ist das Problem. So, hier Ortega soll aber bitte mit nach draußen kommen. Na, willst du angepfackelt werden oder was? Na, ich hätte vielleicht die Eislands mit raustun. Sondern die wäre hier sehr hilfreich gewesen. Oh, ich hätte gedacht, der hätte mehr Leben. Oder sind wir so überstark? So. Ich hätte gedacht, ich brauche mehr als ein paar Schläge hier für ihn. Ja. Nein, oh, bin ich. Oh, war das Glück! Eigentlich hätte ich dafür eine Strafe verliehen. Ich wollte eigentlich gar nicht ins Ziel klicken. Ich wollte. Oh. Das hätte auch schief gehen können. Okay, Artikel ist tot. Pam, haben wir ihn. Rufen Kapitän ist 90 und wow, 1000 Erfahrung. Da haben wir uns die Pepsi hier redlich verdient. Ich habe gar nicht aufgepasst, was ich gerade von ihm gelootet habe, Mist. Aber natürlich das rechtliche Banditenlager eher noch ausräuchern. Ey, das sind viele. Ich habe nicht auf die Zeit aufgepasst. Und das rechtliche Banditenlager seht ihr in der nächsten Folge, in der neunten Folge von Gothic 3, dem unendlich geilen Let's Play. Mein Gott, ich wollte eigentlich von dem unglaublichen, aber irgendwie ist man, naja, von dem unglaublichen Let's Play von Gesundheit, wenn er genießt hat. Let's Play von Brotbus. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch ein Like und eine Bewertung da. Wenn nicht, lasst doch ein Like und eine Bewertung da. Wir sind auch bei Twitch und Twitter. Findet ihr alles in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.